So, Tag 9 meiner Radreise Hamburg-Tübingen. Ich fahre hier in Braunsbach um 11.30 Uhr los. Sehr spät geworden. Ich habe echt ein bisschen rumgetrödelt. Aber dann letztendlich die Sache in einer halben Stunde hier alles zusammengepackt. Ja, jetzt geht es erstmal zum Bäcker. Muss frühstücken. Aber das ist ja auch 11:45 sein. Ich habe mir nicht mehr so viel Kilometer, noch 150. Ich werde noch mal zwischenübernachten. Ich hoffe, die Sonne blendet nicht. Und von dem her wird es entspannt. Aber ich habe noch einige Steigungen vor mir. Let's go! Ja, so langsam komme ich der Kochertalbrücke immer näher. Ja, hier im Schatten der Brücke lässt sich es aushalten. Zwei Brötchen gefrühstückt und einen Kaffee. Ich glaube, das war wieder zu viel, dann die Hitze. Ich habe nämlich gestern nichts gegessen oder nur so eine Tütensuppe. Und von dem her hatte ich heute Morgen doch relativ viel Hunger. Bei der Hitze hängt das natürlich schwer im Magen. Ich bin ein bisschen träge jetzt noch, aber das wird sich schon geben. Ja, ab durch die Hitze. Na, ist das nicht imposant? Das ist jetzt die Sonnenseite. Sieht man es vielleicht besser als im Gegenlicht. Ja, ich fahre jetzt Richtung Schwäbisch Hall und habe meine Route leicht modifiziert. Das ist nicht, dass ich mehr so, dass ich nicht mehr 1300 Höhenmeter habe, sondern irgendwas um die 900. Oh, wie schön, ein sonniger, ein Quatsch, ein schattiger, ich habe schon Sonnenstich, ein schattiger Abschnitt. Also vor Steigung bleibe ich auch hier nicht verschont. Ja, oh, ist schön kühl. Notfalls mache ich mein T-Shirt nass, das kühlt dann auch, aber ich muss mich nochmal eincremen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ah, hier ist die schöne Seite, so, falsche Hand. Eieiei, ein bisschen Rücken habe ich heute. Ah, dieses Zelt auch beim Aufbauen. Aber ich werde auch mal schneller. Auch schon so viel Kühe gesehen. Am Anfang waren es mehr Schafe in Norddeutschland, an der Weser. Und hier sind es mehr Kühe oder Schmetterlinge, Sauge. Also Brille immer gut. Schon liegt mein Deutsch. Bisschen von der Sonne. Bedüdelt. Oh, schon wieder eine Umleitung. Schwäbisch Hall, 7,9 Kilometer Umleitung. Ich muss zurück. Ich hoffe nicht zu weit. Ja, so ein Mist. Bin gerade irgendwie 2 Kilometer am Zurückfahren. Oh, ich fahre jetzt lang. Ich bin nämlich jetzt auf der anderen Seite von der Kocher. Ja, da müsste es eigentlich weitergehen. Ob das so gut war, hier lang zu fahren. Eieiei, geht das hier hoch. Erster Gang. Und extrem, zumindest hier wieder ein Weg. Uiuiui.
Danke, Motor. Das geht wieder gut los heute. Das bei der Hitze. Ja, ganz da hinten sieht man die Brücke, die gesperrt ist. Deswegen bin ich diesen ganzen Umweg gefahren. Heieiei. So, weiter geht's. Also ich weiß nicht, ob ich da eine Umleitung übersehen habe. Aber das hätte ja spätestens da nochmal dran stehen müssen. Ja, nicht schön. Ist so. So, jetzt geht's weiter. Schön bergunter, immer gut. Auch Maisfelder gibt's auch hier. Oh, schön, ein überdachtes Brückle. Muss ich doch lang, oder? Ne, ist gar nicht mehr so sicher. Oh, nett ist das hier. Kocher. Hier liegen sogar Bücher. Arkebrücke aus Obergröningenfach. Ostalbkreis. 1886, wow. Versetzt haben sie die 1988, 89. Ja, jetzt bin ich ein bisschen umgefahren, die Schleife und die rote. Ich hätte bei der Brücke geradeaus durchfahren können. Ich bin an der Brücke sozusagen vorbeigefahren. An dieser überdachten alten Brücke. Ja, macht ja nichts, war schön, schattig. Oh, schönes Industriedenkmal hier. Schon wieder so eine schöne Brücke. Wow. Wahnsinnig, die ist richtig kräftig, wahrscheinlich auch hochbelastbar. Zur Stadtmitte noch 1,7 Kilometer. Ich habe noch mal gerade was getrunken. Ich glaube, ich habe mehr Wasserverbrauch heute, als mein Auto in Sprit verbraucht. Viel Platz hier, ein Käfig für Ballspiele. Da geht auch kein Ball verloren und fliegt in die Kocher versehentlich. Ja, ich glaube, hier ist eine Brücke, da geht es rüber zur Altstadt, wenn sie nicht gerade gesperrt ist. Ja, wunderbar. Ich bin jetzt in Schwäbisch Hall. Es ist jetzt 13:30 Uhr. Eieiei, ist schon spät. Ich bin zwar schon über 20 Kilometer gefahren, aber halt auch Umwege. Von dem her bin ich noch gar nicht so richtig vorangekommen. Also ich fahre jetzt weiter, ich würde mir gerne die Stadt mal angucken. Aber man kann ja nicht alles mitnehmen. Ja, da war gerade so ein Schild. Schutzstreifen, Fahrradschutzstreifen, Testreise. So, da haben sie hier einen Abstand von 50 Meter so Fahrräder auf die Straße gemalt. Ja, ich meine, was soll das jetzt bringen? Das Streifen sehe ich schon gar nicht. Ja, aber... Ja, so heizen die hier lang und dann ist das eine Fahrradstrecke. Naja. Ich glaube, so eine Steigung hatte ich auf der ganzen Tour noch nicht. Oder? Doch. Das ist meine Ansage hier. Aber ich denke, ich bin gleich oben, wie immer. Wenn man denkt, immer man ist gleich oben. Hinter der nächsten Ecke ist dann Schluss. So ist das ja hier auch.
Ich sehe ja nur noch Himmel. Stell dich auf den markierten Punkt, schaut euch den Rahmen, da siehst du Haller Hausberg Einkorn. Mit dem markierten Turm wie ein Bild, das sich mir die Jahreszeiten stetig ändert. Hier ist der markierte Punkt. Ja. Sieht so aus. Ich bin jetzt aber nur einmal hier im Sommer da. Wer von der Schwäbischen Hall herkommt, könnte außer Atem sein. Macht doch nichts. Genießen Sie diesen Ausblick. Wenn Sie wenigstens mal ein bisschen Wasser zur Verfügung stellen können. Ich habe nämlich kaum noch was. Oh, da ist nur noch halb voll. Schlecht mitgedacht. Nee, es gab auch nichts. In Schwäbisch Hall habe ich nichts Öffentliches gesehen. Hier mal eine Rettung, ich kriege mir Wasser holen. Das war eine Spitze getrunken. Ja, war gerade noch schön flach, direkt am Fluss wieder entlang. Ich weiß nicht, was für ein Fluss das ist. Und jetzt hier haben wir wieder eine Mordssteigung. Kann aber nicht allzu lang dauern. Erster Gang, 10 km/h. Kriege ich hier hoch. Dörfer durch, bergauf, bergab. Wunderbar. Könnte ein bisschen schattiger sein nach meinem heutigen Befinden. Meine Beine sind auch nicht mehr so kräftig wie gestern. Das war wohl sehr anstrengend. Es war anstrengend. Aber es soll ja heute auch noch was kommen. Da freue ich mich schon drauf. Ich denke, mein Akku muss ich dann auch irgendwann mal nachladen. Aber immerhin habe ich jetzt schon 30 Kilometer. Schönes Haus hier, kann man Zimmer mieten. Zimmer in der Ausstand da dran. Oder so. Ich habe mich verfahren. Ja, ich muss mal nach meinem Navi gucken. Ich habe ja heute Morgen auf dem Campingplatz meine Route ein bisschen umgeplant. Ich habe die ja zu Hause schon komplett durchgeplant. Jetzt warten wir mal, bis das Auto fertig ist. Ich habe jetzt die restlichen 2 Tage nochmal umgeplant, um ein bisschen die Steigung zu reduzieren. Ist mir auch gelungen. Nur das Navi, ich benutze halt die App. OSM End, macht keine Ansage mehr. Gerade eben, als ich mich gesetzt habe, fing sie das erste Mal an, dass ich offensichtlich 10 Kilometer von der Route abweichen würde. Das Ding ist, dass die App intern die Route berechnet und nicht online. Das heißt, es dauert ein bisschen länger. Dafür ist man natürlich unabhängiger von der, vom Internet. Aber eine gute App. So, jetzt ziehe ich mir erstmal ein Würstchen rein von der Metzgerei oder Bäckerei. Die hat irgendwie alles da. Die machen einfach gute Würstchen hier. Und dann habe ich ja noch ein Leberkäsebrötchen dabei oder Leberkäsebrötchen. Also hier Leberkäse weg oder kurz LKW. Der Hanne kann schon ein LKW einfach bestellen. Ja, bin jetzt in Geildorf.
So, ich bin durch. Geil läuft durch. Wollte ich so ein bisschen E-Bike nachladen. Gab es am Rathaus eine Steckdose, die war aber außer Betrieb. Also kein Strom drauf. Stand auch auf der App. Ich dachte, guck's mal nach. Nee, war kein Strom. Da gab es einen Wohnmobilstellplatz mit kostenlosen Steckdosen. Das wäre vielleicht sogar gegangen. Aber ich hätte keinen Lust gehabt, da bei den mit daneben zu sitzen. Nee. Jetzt fahre ich wieder schön bergauf. Und da kommt eine Schranke und auch der Gipfel. Oh, ich muss abbiegen und die Kamera zur Seite legen. Ich habe mir gerade wieder Wasser geholt hier am Friedhof und ich dachte, vielleicht kann ich hier in der Kapelle, da sind so zwei Steckdosen, mir da so ein bisschen Strom klauen, aber das haben sie auch abgestellt hier. Gut, das dann mal weiter. So, nochmal eine einsame Strecke hier durch den Wald. Ja, mit ab und zu Schatten. Leider kein Fluss, aber zumindest nichts, wo man drin baden könnte. Jetzt will ich echt mal reinspringen. Zumindest der Hälfte. Badehose habe ich immer griffbereit. Oh ja. Ich muss mich irgendwann mal um meinen Akku kümmern. Ich habe noch drei Balken, aber ewig hält auch nicht mehr. Wasser, Wasser, Gletscher, Wasser. Seit 20 Minuten geht es hier den Berg hoch. Immer so leicht, immer ein bisschen mehr, mal weniger. Zum Glück hier im Schatten. Und dann dieses hier. Oh, so ein herrlich frisches Wasser. Das ist richtig schön kalt und lecker. Der Schattbrunnele. Brunnele. Brunnele heißt es hier. Ich bin gerade durch so ein Dorf gefahren, Kirchens irgendwas, und ja, ich bin hier auf 472 Höhenmeter, gar nicht so wenig. Oh, jetzt muss ich wohl eine Landstraße entlang, scheiße. Nicht so schön, aber es geht bergab. Ja, es waren doch nur irgendwie noch 100 Meter, dann ging es schon wieder links rein in den Wald. Super. Schön schattig hier. Keine Autos. Bald, bald, bald heute. Das ist schön. Das passt zu dem Wetter. So, ganz schön im Zickzack hier. Oi. Ja, geht noch eine Weile so. Durch die ganzen Täler, Schluchten entlang. Schluchten übertrieben, aber naja. Das ist schön. So, wir sind jetzt hier auf 525 Meter Höhe, also über Meeresspiegel. Bin kurz vor Kaisersbach, 10 Kilometer bis Welzheim. Da werde ich wahrscheinlich meinen Akku mal laden, weil ich habe kaum noch Reichweite. Sind noch zwei Balken, aber ich brauche die halt wegen der Steigerung. Ich versuche mich mal an Geschichte. Hier haben wir den Schlittenweg. Und zwar in dem späten 18. Jahrhundert wurden ja die ganzen Schlösser gebaut in Stuttgart-Ludwigsburg. Und da wurde das Brennholz knapp, weil die ganzen Wälder hier schon abgeholzt waren. Also hat man das Holz von da hinten
darüber nach Stuttgart gekarrt. Vom Nestelberg bis Ebnissee. Genau, so steht es auf der Tafel. Ja, so viel, bisschen Geschichte. Jo, dann mache ich mal weiter. Oh, ich bin fertig. Ich gerade hier den Berg hier hochgehechtet. Und da denkst du ja immer, du bist oben. Der Horizont ist ja praktisch schon fast unter dir. Und hier geht es um die Ecke, dann geht es noch ein Stück weiter. Aber ich glaube, das hat es bald. Bald hat es ein Ende. Ja, schade, dass so ein Mittelmotor nicht rekuperieren kann. Sonst wäre der Akku wieder voll, wenn ich unten im Tal bin. Aber ist so, ist klar. Solange der Motor nicht bewegt wird, kann er auch nicht aufgeladen werden. Und hat nun mal Leerlauf. So. So, kurz vor Kaisersheim. Kurz vor Kaisersbach habe ich, glaube ich, den höchsten Punkt meiner Reise erreicht. Das sind hier 561 Höhenmeter. Vielleicht sind das noch ein paar mehr in die Stadt rein oder ins Dorf rein. Und dann geht es weiter nach Welzheim. Und dort habe ich geguckt, gibt es einen Biergarten, der um 17 Uhr aufmacht. Das passt, jetzt ist 16.40 Uhr. Und da hoffe ich, dass ich mein E-Bike mal aufladen kann. Weil ich habe, glaube ich, nur 10 Kilometer Reichweite, wobei es, nehme ich mal an, jetzt bergab geht. Ja, jetzt esse ich meinen LKW, also mein Leberkäsewägle oder Leberkäsebrötchen, so sagt man auf Hochdeutsch. Habe ich schon fast wieder verlernt. Ja, ich freue mich jetzt drauf und dann freue ich mich auf das Bier. Und wo ich übernachten werde, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, hier gibt es gar keine Campingplätze in der Nähe. Ich bin jetzt in Welzheim angekommen, hier so über eine Ladestation, gibt es wahrscheinlich nicht. Das ist doch mal ein netter kleiner Bahnhof hier, Welzheim. Und hier muss irgendwo der Biergarten sein. Ja, das ist der Biergarten. Da werde ich mal versuchen, mein E-Bike zu laden. Ja, der Akku liegt hinten in der Ecke hinter neben dem Häuschen und gab erstmal ein bisschen Schwierigkeiten, weil kein Strom da war. Ich habe die falsche Steckdose benutzt. Bisschen nervig alles mit dem ganzen Gedöns und mit der Bestellung und so. Ja, ich breche jetzt auf um kurz vor 9 ins Unbekannte. So, habe bei Lidl noch fett eingekauft. Ein paar Brötchen, Dosenfutter, Wein, Wasser. Weiter geht's. Noch ist es nicht dunkel. Ja, Wahnsinn. Schaut euch mal diesen Himmel an. Ist das nicht ein Bild? Wahnsinn. Ich bin auf der Suche noch um ein Plätzchen. Ich denke, ich werde was finden. Ich meine, das hier total idyllisch. Ich weiß nicht, was das hier ist. Hier sind so komische Dinge aufgebaut. Sehr viele Stümpfe und hohes Gras. Nee, ich werde mal weiterziehen. Ich habe mir eher so eine Wiese vorgestellt. Links im Wald raschelt es. Keine Ahnung, was das ist. Das Feld rechts. Da habe ich mir einige Dornen eingefangen und bestimmt sind einige Zecken an mir hängen geblieben. Na, ich bin mal gespannt, wo es noch endet heute Abend. Ich versuche meine Route wieder zu finden. Aber es ist doch Abenteuer, mein Gott. Ja, gerade noch im Wald, jetzt bin ich irgendwie durch Schorndorf durch und schon mitten wieder in der Zivilisation. Burger King, Tankstellen,
alles, was dazu gehört. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwie, vielleicht fahre ich auch durch oder ich finde noch ein Plätzchen. Es ist echt verrückt, aber der Abend ist so lau und es ist so angenehm zu fahren. Ich habe gar keine Lust mehr aufzuhören. Es macht einfach Spaß. Nur meine Reichweite fängt wieder an knapp zu werden. Das heißt, ich muss mir entweder eine Ladestation suchen. Oder ich schlage ein Nachtlager auf. Mal schauen. So, ich habe über die App E-Station hier so ein paar Ladestationen gefunden. Und die fahre ich einfach mal an. Ob das was wird. So, ich bin jetzt in der Innenstadt von Schorndorf. Ich hatte gerade schon eine Ladestation. Die war aber nur für Elektroautos. Jetzt versuche ich es nochmal bei einer weiteren. Ist ja recht mediterranes Flair hier. Ich habe die Ladestation noch nicht gefunden. Außer ein Oldtimer hier. Mercedes-Benz-Museum. Na super. Ich befinde mich jetzt hinter Schorndorf. Eine Wahnsinnssteigerung. Und jetzt ist es knapp. Ich habe nur 5 Kilometer Restreichweite. Ich hoffe, dass die Steigung irgendwann mal aufhört. Ja, so der Stand. Jo, ich habe hier südlich von Schorndorf zwischen irgendwelchen Äpfelbäumen einen super Platz entdeckt, wo man wild campen kann. Hoffe ich zumindest. Ich werde es versuchen. Ich habe nur noch 3 Kilometer Akku. Von dem her, upsala, bleibt mir nicht viel anders übrig. Okay. Zumindest Licht funktioniert noch. Bin gespannt. Thank you.